meine Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bed Wars. Heute mal wieder alleine und ich hatte einfach mal wieder Lust auf eine ganz simple, einfache, banale Runde Bed Wars. 8x1 und weil ich da so viel Lust drauf habe, habe ich es einfach mal getan. Ich habe im Moment relativ wenig Zeit für... ich sage das oft einfach mal, dass ich wenig Zeit habe. Momentan arbeite ich wieder sehr viel und deswegen muss ich jetzt auch gleich wieder ins Bett. Aber ich habe mir gedacht vorher machst du noch mal eine Runde Bed Wars 1 vs. 1. Mir fällt gerade jetzt auf, dass ich wieder Modern spiele. 1 vs. 1, 8x1. Mir fällt gerade auf, dass ich jetzt schon wieder Modern spiele. Und Modern ist eine Map, die ich ganz oft, ich glaube die letzten drei Male, in Bed Wars 1 vs. 1 auch gespielt habe. Okay, hier passt das passt alles. So, wir gehen jetzt erstmal rüber, ganz easy, schalten unsere Nachbarn aus. Und dann gucken wir ein bisschen weiter. Ansonsten kann ich ja so ein bisschen erzählen, wie so auf. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen zur Gamescom halt. Mache ich jetzt am besten noch nicht, weil vielleicht fällt mir auch gleich irgendwie was nichts mehr ein. Zack, so, weg mit dir. Denn da wollte ich eigentlich nochmal ein separates Video zu machen. Beziehungsweise dann auch im Gamescom-Vlog und so weiter und so fort. Mal gucken. Wir gehen erstmal wieder ein weiter rüber zum nächsten Kollegen. Eigentlich könnte ich mir jetzt schon das bessere Schwert holen. Was, glaube ich, sehr clever wäre. So. Team Blau bin ich nicht. Ich bin nämlich Team Orange. Und ich werde ihn jetzt mal ordentlich den Arsch versohlen. Ich hoffe, das geht mit dem Sound so. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Das sieht doch gut aus. Wie geht's euch denn so? Ich kann euch ja mal Richtung, was in Sachen Gamescom, kann ich euch ja mal fragen, ob ihr denn da wart, wie sie euch gefallen hat und so weiter und ob ihr irgendwelche coolen Leute gefunden habt. So. Zack. So, den haben wir auch. Jetzt wird gleich bestimmt wieder so, Hacker! Hacker! Oh mein Gott, Hacker! So, wir müssen was... Nee, wir brauchen mehr Blöcke. Ich brauche mehr Blöcke. I'm out of blocks, so. Und wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen, oder? Will ich zu Gamescom was sagen? Nee, ich will nicht zu Gamescom sagen. Ich will einfach nur ein bisschen was jetzt dazu sagen. Und zwar, wenn ihr diese Folge seht, dann habe ich gestern, ein Video hochgeladen, wo ich mit Sergeant Max zusammen Quick Survival Games gespielt habe. Und ich habe gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben bei der Bearbeitung. Mühe gegeben ist da so eine Sache. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mehr Cuts drin und so weiter. Und zack, der ist weg. So, der ist auch weg. Und da würde mich mal interessieren, wie es euch gefallen hat. Ob ihr Bock auf sowas habt, so eine kleine Zusammenschnitt. Ich habe auch noch einen mit Eason aufgenommen. Der wird jetzt auch bald kommen, hoffe ich. Den muss ich auch noch weiter schneiden. Das wird nicht ganz so umfangreich, das ist normales Survival Games. Und es ist sehr zeitintensiv, das zu schneiden, weil man halt wirklich alles komplett Sekunde für Sekunde sehen muss und dann schätzen, war das jetzt unterhaltsam? Schneide ich das jetzt raus? War da jetzt irgendwie eine gute Szene? Soll ich die drin lassen? Oder wird das Video dann zu lang? Schneide ich da noch irgendwie was raus? Schneide ich das irgendwie lustiger zusammen? Und so weiter und so fort. Und, wir müssen da ganz kurz hier... das haben wir nicht ganz hingekriegt. Da müssen wir uns jetzt mal einmal richtig schön equippen. Auf jeden Fall so, schneide ich die Szene jetzt raus? Lasse ich sie drin? Oder wie auch immer, was für Musik kommt dahinter? Schneide ich die Musik oder schneide ich die Videos auf die Musik zu? Im Endeffekt habe ich da jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, so wie das passt, glaube ich. Und so wie ich damit auch eigentlich zufrieden bin. Aber, man hätte auch eine richtige Montage daraus machen können, aber ja, das hatte ich mir halt in dem Sinne noch nicht zugetraut. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Gerne auch unter dem speziellen Video, also wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht oder so, könnt ihr mir natürlich auch gerne
Eure Meinung, die... Wir müssen die mal ganz kurz wegrasieren. Ach, fuck it, ey. Okay, okay, okay. Ich muss ganz kurz laufen. Wieso haben wir den denn nicht bekommen? Wieso haben wir den Typen denn nicht gekriegt? So. Ihr könnt mir die Meinung... Also, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, um welches Video, wovon ich rede, dann könnt ihr gerne mal... Ach Mann, ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Dann könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu unter das betreffende Video schicken und wir machen noch eine Runde. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, da sind wir wieder und jetzt spielen wir eine Runde Caravan. Glaube ich, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und ja, wie gesagt, schaut euch das Video gerne an, die Zusammenschnitte. Macht euch selber eine Meinung davon und schreibt mir dann in die Kommentare am besten, wie ihr das Ganze findet. Und ja, ihr könnt mir sonst allgemein gerne nochmal so Vorschläge, auch gerade Spielmodi-Vorschläge. Was habe ich denn noch lange nicht mehr gespielt oder was habe ich noch gar nicht gespielt? Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Modus, zum Beispiel Build Battle. Hättet ihr darauf mal Bock? Ja, ich spiele irgendwie immer nur dieselben drei Lahm-Modi. Vielleicht manchmal auch ein paar, irgendwie vier oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist irgendwie nichts Besonderes hier. Wir machen erstmal ganz kurz Türkis. Müsste das sein? Ist der nämlich gerade runtergefallen, ja. Also wenn ihr noch irgendeinen Spielmodus habt, den ich unbedingt spielen soll, schreibt ihn mir gerne in die Kommentare und am besten natürlich auch dann den Server dazu. Bitte jetzt nicht irgendwelche kleinen 50-Leute-Server reinschreiben, ja. Also es müssten dann schon irgendwie, keine Ahnung, Hive, Dust, Revidenzeit und was weiß ich nicht alles. Irgendwas von dem halt. Wow. Na. So, zack. Oh. So, okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall was essen. Den Typen haben wir nämlich raus. Nom. Shit, Mann. Mitte wird nichts mehr. Okay. Wir müssen rüber. Also, wenn ihr irgendwie sagt, hier, spielt doch mal den und den Spielmodus, dann möchte ich das gerne tun. Und, was mir gerade einfällt, ich könnte eigentlich auch mal wieder Bad Wars mit Zuschauern machen. Da müsst ihr euch jetzt aber nicht für in den Kommentaren bewerben, das mache ich nochmal separat. So, dass ich mir dann auch mal... Wobei, ich glaube, ich habe sogar noch den einen oder anderen, mit dem ich gerne spielen würde. So. Da schaue ich mir dann mal ein paar Leute raus. Und ja, ansonsten, Gamescom Vlog, der zweite, dürfte auch noch nicht veröffentlicht worden sein. Das liegt daran, weil ich es einfach noch nicht geschafft habe und ja, ein bisschen zu faul bin und außerdem auch, wie gesagt, eben aus den gleichen Gründen viel arbeite aktuell und ja, da kann ich halt nicht so viel nebenbei noch schneiden. So, wir gehen mal kurz hier raus. So, wir holen uns erstmal wieder ein paar Blöcke. Zack. So, dann haben wir schon. Okay, dann können wir uns jetzt aber erstmal ein besseres Schwert holen. So. Und am besten, ach komm, das eine Eisen nehmen wir mit. So, jetzt holen wir uns nämlich die beste Rüstung. Na, nur das Beste ist gut, gerade gut genug für uns. Ansonsten, was droppe ich denn noch jetzt für Infos? Varro 4 wird im Dezember sein. Ich weiß aktuell noch nicht zu 100%, ob ich mitmachen werde, aber es spricht zumindest nichts dagegen. So, komm. Den Typen haben wir auch mal ganz kurz geholt. Wir wurden von irgendwo beschossen. Ah, von da. Huch! Wie viele Herzen habe ich denn noch? Das war ja mysteriös, liebe Freunde. Mysteriös. Wie viele Leute leben denn noch? Ah, es leben noch genug. Ja, es leben noch wirklich genug. Das ist sehr schön. So müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass auf einmal irgendwo hinter uns einer ran... hier so einfach mal erscheint, sag ich mal. Wir nehmen trotzdem noch einen Stick mit. Dann machen wir einen ganzen... Ja, machen wir zwei Stacks von den Blöcken. Haben wir aber auch nochmal was zu futtern. Eine Kiste. Die setzen wir davor. Da laden wir dann erstmal so ein bisschen Bronze rein. Und brauchen wir irgendwas Spezielles?
Ich nehme mal ein Warp Powder mit. Man weiß ja nie, vielleicht komme ich ja durch Zufall irgendwie in die Mitte. Dann ist so ein Warp Powder eigentlich nie verkehrt. Die Frage ist, will ich jetzt eigentlich schon direkt da lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich baue mich erstmal in die Richtung weiter. Da mache ich auch keinen direkten Zugang zur Mitte von Türkis aus. So, Charlie, YouTube oder Mod? Bin ich das? Das bin wahrscheinlich ich. Dann antworte ich nicht. So, dann gucken wir mal, wo steht denn der im Moment? So, wir jumpen mal kurz hier rüber. Hat er schon einen Bogen, ist die Frage. So, wir müssen das hier. So, machen wir mal so weiter. So, wir bauen uns mal kurz hier ein. So, kurz mal ein bisschen. So, okay. Das läuft schon mal gar nicht schlecht hier. Wir müssen uns jetzt hier so Step by Step weiter ranbauen. Okay, der Grüne. Nice. Der wurde vom Grün getötet. Nein! Und da hat der Grüne noch einen Bogen. Aber der Grüne läuft jetzt zu Blau. Okay, alles gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber ich eigentlich eben geredet habe, kann mir das mal bitte einer sagen. Spielmodi in die Kommentare schreiben. Bad Wars mit Zuschauern. Varro 4? So viel. Auf jeden Fall, so viel dazu. Ich weiß nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Konzentrieren wir uns erstmal wieder aufs Spiel. Ich würde das nämlich jetzt ganz, ganz gerne einfach mal gewinnen. Und jetzt nehmen wir einfach mal kein Ding mit. Zack, so. Jetzt bauen wir uns nämlich mal einfach hier rüber. Ja, das macht man eigentlich nicht, beziehungsweise ich sollte das nicht machen. Dass ich einfach... Ah, das ist der Grüne, okay. Das lassen wir einfach mal. So, komm. Gehen wir da mal rüber. Scheiße, Mann, das ist der Grüne. Okay, ich muss irgendwie einen anderen Weg... Beziehungsweise ich habe ja einen Weg in die Mitte. Okay, ich habe jetzt keinen Port Powder. Port Powder nehmen wir uns aber trotzdem mal mit. Denn... Eventuell... Ja, will der ja irgendwas machen. Ich nehme auch mal einen Speed-Trank. So. Und mach, weil es einfach scheißegal ist, auch einfach mal so. Okay, Gelb wurde von dem Grün getötet. Okay, der Grüne ist direkt neben uns gewesen. Dann wird er wohl wahrscheinlich wieder irgendwo drauf gehen. Das Bett von Gelb wurde von Grün zerstört. Okay. Der hat sich dann... Okay, der muss sich mit einer Enderperle rübergeworfen haben. Gelb wurde vernichtet. Es sind nur noch ich und Grün. Okay. Okay, okay, okay. Wo ist denn Gelb? Gelb ist... Baut er sich rüber zu mir? Gelb war, glaube ich, nebenan. Wow. Nice. Was? Okay, okay. Der hat auf jeden Fall einen Stärketrank. Der hat auf jeden Fall einen Stärketrank. Bis der sich allerdings hier rüber gebaut hat, dauert das noch ein Weilchen. Beziehungsweise bis der rübergelaufen ist. Ich werde einfach mal den Equalizer spielen und mal rüberlaufen. Okay, ich kann ihn aktuell nicht sehen. Wenn er mich jetzt runterschießt, ist das auch nicht weiter schlimm. Ah, er will, okay. Fuck, okay, habe ich nicht mehr geschafft. Gut, dann equippe ich mich jetzt. Er wird nämlich jetzt mit der Enderperle kommen. Er wird sowas von mit der Enderperle kommen. Okay, ich gehe weg, ich gehe raus aus meiner Base. Oh Gott, das wird jetzt ein Taktik-Game, ey. Okay, soll er meine Base nehmen, wenn ihn das glücklich macht? So. Ich brauche keine Base, Kollege. So,
So, ich brauche aber eine bessere Spitzhacke. Eine Speed Potion. Okay, was ist das denn? Komm, lol. Wow. GG. Hatte Black Screen kurz. War, glaub, in der Wand. Okay, das war mysteriös. Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und, ja, schreibt mir gerne Spielmodi, schreibt mir eure Meinung, schreibt mir einfach irgendwas Nettes in die Kommentare. Und ich weiß, mindestens einer von euch wird jetzt einfach irgendwas Nettes in die Kommentare schreiben. Und, ja, ansonsten verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.